Hallo und willkommen. Das war die letzte Seite, die ich gestaltet habe in dem Nearly 100% Junk Journal. Hier habe ich mal einen Briefumschlag eingeklebt. Zum Nähen bin ich immer noch nicht gekommen, mir war es immer noch zu warm. Aber ich hatte heute eine Idee, was ich mit dieser Seite machen kann. Und zwar habe ich ja hier mir so das Thema Natur, ne? Und jetzt habe ich so festgestellt, dass ich ganz schön oft so mit so Vögeln und so, ne, auch gerne arbeite. Habe ich hier auch vorne, glaube ich, irgendwo. Ja, ich habe hier so ganz viele Sachen reingelegt. Hier ist auch schon ein Vogel. Und hier ist der Vogel. Und ja, ich glaube, das wird so ein Vogel-Natur. Journal. Und dann habe ich vor einiger Zeit habe ich ein Buch im Bücherschrank gefunden und da waren diese zwei, also das ist das Cover und da sind diese zwei niedlichen Vögel drauf. Und jetzt habe ich mir gedacht, also die habe ich ausgeschnitten und habe mir da halt diese Schablone draus gemacht. Und jetzt würde ich gerne versuchen, und zwar habe ich ja die Bleistifte noch von den Kindern. Und wenn das nicht klappt, dann würde ich mir die Wasserfarben nehmen und Wasserfarbe mit Gesso mixen. Dann sind die ja auch permanent. So, hier habe ich die Krabbelkiste. Das habe ich auch mal gefunden von den Kindern. Das hat mir die liebe Petra zugesendet. Hier habe ich auch noch diese Schablönchen. Genau, und hier habe ich noch die Stifte. Und da würde ich jetzt mal, mache ich mal grün, noch ein grün, mal ein gelb, ja, gelb auch. Ja, die sind noch ziemlich neu, die Stifte. Die haben wir wohl irgendwann als Ersatz gekauft. Und dann kamen die nicht mehr in den Gebrauch, weil irgendwann ist das ja dann vorbei in der Schule mit den Buntstiften, auf jeden Fall mit diesen. Die sind dann nicht mehr cool genug. So. Mit grün möchte ich anfangen. Und ist einfach, ne, wie wir früher als Kinder schon einfach Schablonen nachmalen. Besonders kräftig sind diese Buntstifte nicht. Aber ich brauche auch nur so einen Anhaltspunkt. Oh ja, das ist wirklich nicht kräftig. So einen Anhaltspunkt, um dann weitermalen zu können. Ich glaube, mir fehlt meine Brille. Oh, Brille gefunden. Und mir ist das hier zu blass. Und ich habe ja auch noch hier im Fundus diesen Friction in Grün. Und den kann man wegradieren. Und den möchte ich jetzt lieber versuchen. So, der Stamm, auf dem die sitzen, ja, das sieht man auch. Seht ihr auch vor allen Dingen viel besser. Ja, und müsste den so wegradieren können. Ja, das ist doch prima. Da kann man doch mit arbeiten. So, das ist ein bisschen sehr eckig vom Ausschneiden. Hier weiß ich auch gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
muss ich mir merken. Da kann man ja richtig gut mitarbeiten. Guck ich mal, ob ich damit das so schattiert kriege. Ja, ich bin jetzt nicht so der beste Zeichner. Aber ich kann ja wegradieren. Ja, das Schattieren mache ich dann ohne euch weiter. Das ist ja ein bisschen langweilig. So, komm mal her. Braun hätte ich jetzt gerne. Für den Stamm, so braun-grün. Das finde ich gut, dass die Farben so ein bisschen zart sind. Und dann habe ich die Idee, die sitzen ja da im Laub. Ich kann hier überall so ein paar extra Flügel, die so ein bisschen aussehen wie so ein Blatt. Lass ich jetzt einfach mal meine Fantasie so ein bisschen los. Meine kleinen Lovebirds hier. Schön. Ich warte auf den Grünen. Also ich probiere jetzt einfach mal aus, was hier geht, weil ich habe, glaube ich, seitdem die Kinder groß sind, nicht mehr mit diesen Bleistiften gearbeitet, Buntstiften gearbeitet. Wo hatten wir nicht so ein dunkleres Grün? Doch hier, ne? Kriegen jetzt von mir so ein Blätterfächer.
Fürs Erste bin ich ganz zufrieden. Jetzt habe ich mir überlegt, da mich das so anstrengt mit den Stiften, die sind wirklich sehr hart. Da muss man richtig fest aufdrücken. Das werde ich auch noch bearbeiten. Ich habe mir jetzt überlegt, dass die auf einer Mauer sitzen. Dazu nehme ich mir hier diese Schablone, die eigentlich nichts anderes ist als von irgendeinem Spiel, was wir mal gekauft haben. Da waren da irgendwelche Spiel Karten drin. Also eigentlich ist das nichts anderes als der Rahmen von ein paar Die-Cuts. Und ich finde, da kann man bestimmt hier so eine ganz gute Mauerstruktur draus machen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ja, ist eine ziemlich gleichmäßige Mauer. Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen aufbrechen. Das habe ich nicht bedacht. Mein Mauerwerk ist ja eigentlich immer so ein bisschen versetzt. Das sind jetzt Schmucksteine da oben. Der Fantasie sind ja zum Glück keine Grenzen gesetzt. So kriegt das, glaube ich, ein bisschen mehr Mauercharakter. Nee, oben will ich es noch so. Es geht nicht anders, muss ich so machen. Unten kann man das dann wieder versetzen. Na, die Mauer werden jetzt aber die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Kann man denn so eine unordentliche Mauer mauern? Geht. Das sieht man ja, geht. So. Dann ich mal sehen, ob ich hier ein bisschen schwarz. Nein, schwarz habe ich nicht. Ne? Ist das denn hier noch ein Braun? Habe ich das sogar reingeschmissen? Ne, ist ein helleres Braun. Dann haben wir halt das ist dunkel. Und dann machen wir die Zwischenräume. Tun jetzt mal so, als würde man nur so ein Sketch machen. Und bei den, da will ich nur so ein bisschen schattieren. Als wären das so Glasbausteine. So, neuer Tag, neues Glück. Also ich bin von diesen Bleistiften überhaupt nicht begeistert. Wie kann man denn Kinder mit so hartem Zeug malen lassen? Also ich werde die sofort aussortieren. Da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Mir tun die Finger weh, alles ist dick. Naja gut, das liegt vielleicht auch an mir und meinem kleinen Rheuma-Händchen. Im Prinzip finde ich das gar nicht so übel. Aber mir ist das hier unten jetzt zu grau, im Gegensatz zu dem bunten oben. Jetzt würde ich gerne mal versuchen, einfach so Glasbausteine, ne, das Licht spiegelt sich ja oft im Glas in diesen Spektralfarben. Und da gucke ich mal, ob ich das damit so ein bisschen aufhübschen kann oder interessanter mache. Heute werde ich auch nicht so stark aufdrücken. Ich hatte richtig Schmerzen gestern.
wird es halt so ein bisschen Pastell. Ja, aber das ist ja langweilig. Ich hole euch gleich wieder rein. So, ist nicht die schönste Seite, aber ich lasse die jetzt so. Weil war ein Experiment. Nicht jedes Experiment geht gleich gut aus. Dann habe ich jetzt noch hier diesen, ich glaube, die waren mal von Ikea, diese Stempelstifte. Mit dem Schmetterling habe ich gedacht, das passt doch ganz gut hier hin. Dann machen wir hier der Seite ein paar Stempelchen. Und dann haben wir wieder was fertig. Komm mal her. Ah, so muss man das machen. Okay. So wird das ein bisschen ordentlicher. Es erinnert mich an einen Zoobesuch. Da gab es so ein Haus mit den Schmetterlingen. Das war ein Erlebnis. Habt ihr auch schon mal sowas gesehen? Dann gibt es ja diesen Schwarm von blauen Schmetterlingen. Denke mal, das ist irgendwo in den Tropen. So, das ist das genug. Das ist genug rosa Mädchen. Okay. Bis dann. Tschüss.